unserer Erde ändert sich ständig das Wetter. Beobachten wir in einer Region das Wetter über lange Zeit, so erkennen wir das Klima. Das Klima wird weltweit von der Sonne beeinflusst. Ihre Strahlen treffen auf die Erde, geben etwas Wärme ab und reflektieren wieder in den Weltraum. Ups, was ist denn das? In den letzten 100 Jahren wurde die Erde immer wärmer. Das Klima wandelt sich. Wie das? In unserer Atmosphäre gibt es ein natürlich vorkommendes Gas namens Kohlendioxid, auch CO2 genannt. Es besteht aus Kohlenstoff, das durch ein C verdeutlicht wird, und aus zwei Molekülen Sauerstoff. Die Abkürzung für Sauerstoff ist ein O, wie das englische Wort Oxygen. Pflanzen nehmen dieses Gas auf, benutzen den Kohlenstoff, um zu wachsen, und geben dabei den Sauerstoff frei. So entsteht die Luft, die wir atmen. Und so binden Bäume beim Wachsen eine große Menge des Kohlendioxids aus der Luft. In den tropischen Regenwäldern am Amazonas ist zum Beispiel so viel CO2 gespeichert, wie wir weltweit innerhalb von 15 Jahren freisetzen. Der Mensch produziert mit seinen Fabriken und Autos eine gewaltige Menge an CO2. Zwar binden die Pflanzen beim Wachsen weiterhin Kohlenstoff und geben Sauerstoff in die Luft, aber so schnell wie wir CO2 produzieren, können die Pflanzen gar nicht arbeiten. Zudem entstehen immer mehr Fabriken und Autos. Immer mehr Energie wird verbraucht und immer mehr Wälder werden vernichtet, Bäume werden gefällt und verbrannt. Dadurch wird auch das in ihnen gespeicherte CO2 zusätzlich freigesetzt. Und nun passiert Folgendes. Jahr für Jahr gelangt mehr CO2 in die Atmosphäre und reichert sich dort an. Diese angereicherte Schicht wird immer dicker und dicker. Und sie verhindert, dass die Sonnenstrahlen wieder in den Weltraum entweichen können. Die Wärme staut sich also unter dieser Schicht wie in einem Treibhaus. Dadurch steigt weltweit die Temperatur und das Klima verändert sich. Mit katastrophalen Folgen. Das Eis am Nord- und Südpol schmilzt. Der Meeresspiegel steigt. Es kommt zu schlimmen Überschwemmungen und woanders zu schlimmen Dürren. Wüsten breiten sich aus. Immer kräftigere Stürme zerstören ganze Städte. Ganze Lebensräume verschwinden. Viele Pflanzen und Tierarten sind bedroht. Und mit ihnen die Lebensgrundlage der Menschen. Aber noch ist es nicht zu spät. Noch können wir die Katastrophe stoppen. Wissenschaftler sagen, wir müssen dafür sorgen, dass der Temperaturanstieg durch den Klimawandel nicht mehr als 2 Grad beträgt. Was kannst du dafür tun? Du kannst dafür sorgen, dass nicht mehr so viel CO2 produziert wird. Spare Strom, nutze dein Fahrrad, kaufe regionale Produkte, die nicht die halbe Welt umrunden mussten, um zu dir zu gelangen, heize etwas weniger. Du weißt ja, dass Wälder viel CO2 binden. Hilf also mit, die Wälder zu schützen. Rette den Regenwald. Wie? Benutze Recyclingpapier, iss weniger Fleisch und möglichst nur Biofleisch, sag Nein zu Alufolie und Getränkedosen und recycle dein altes Handy. Sammle Spenden und pflanze damit Bäume. Jeder Hektar neu gepflanzter Regenwald entzieht der Luft bis zu 29 Tonnen CO2 pro Jahr. Und mit jedem Baum schließt du eine Lücke, die bereits in den Regenwald gerissen wurde. Dadurch finden auch viele bedrohte Tierarten wieder einen Lebensraum. Ende gut, alles gut? Nur wenn du mithilfst. Klick dich ein unter www.oroverde.de.